Moel Lichti! Hoi Langenthal. Wow, April 23. Ich habe noch nicht einmal mit dem 2019 abgeschlossen. Liegt vielleicht daran, dass wir meinen Schlüssel verlieren. Witzchen am Anfang. Nein, ich habe tatsächlich aber auch schon etwas Neues ausprobiert dieses Jahr. Ich bin bouldern. Ja, die Leute hätten wirklich einen eigenen Text verdient. So das Klientel an dieser Wand. Ich war auch an dieser Wand und dann irgendwann ist nicht mehr. Ich weiss jetzt, wie man mit Stil abstürzen kann, so ganz ohne Alkohol. Und es geht aber jetzt nicht ums Abstürzen, sondern eigentlich ums auf den Boden von der, auf den Küchenboden von der Tatsachen zu kommen. Es ist nämlich nicht einfach irgendein Boden, es ist ein Liebestextchen an meinem Küchenboden. Und da sitze ich auf dem Küchenboden, ein Glas Wein in der Hand, ich höre am beruhigenden Wasserfallgeräusch von Abwaschmaschinen zu und überlege mir, wieso zur Hölle ich nicht auf einem Sofa sitzen kann, wie so normale Menschen. Aber nein, natürlich nicht, weil ich bin sowas von einer Bodenflexerin mit Stolz. Und können wir kurz darüber reden, wie genial so Küchenböden sind. So voller Charme, warm, zum Wein trinken, knutschen, kuscheln, rennen oder zum am Küchenboden zerstört sein. Und da sitze ich auf dem Küchenboden ein Glas Wein in der Hand und höre, dass meine schwerhörige Nachbarin, die so laut Fernsehen schaut, dass ich jeden Sonntag vor ihr mitbekomme, wer der Mörder im Tatort ist, anscheinend auch daheim ist. Es läuft gerade ein Doku, Netz Natur, Rehbock-Kleidung sucht. Gibt es wirklich? Ich gehe nachschauen, SRF Mediathek. Mein Blick streift der Küchenschrank über dem Kühlschrank und ich muss ein bisschen lachen. Weil wie eine Gestörte habe ich am 1. Januar alles aufgeräumt dort drin. Und das Gefühl, das geile Gefühl, war vergleichbar wie mit dem Tag im Jahr, wo ich ins Gym gehe. So ein Selfie machen. Man kennt es so im Spiegel, beim Umziehen. Ja, oder wie dann, wenn ich mich daran erinnere, dass eben Pflanzen doch auch Lebewesen sind und ich etwas weniger mit ihnen reden sollte und ein bisschen mehr gießen sollte. Aber immerhin antworten sie auch in diesem Jahr noch nicht. Das heisst, das Problem ist noch nicht so gross bei mir. Es fühlt sich immer so definitiv an, nach ich habe alles im Griff. Aber wir wissen alle, dass der Schrank gleich wieder mit Sachen gefüllt wird, wo man kurz vor dem Wurf in Abfall denkt. Nein, dieses Stück hat durchaus Potenzial oder könnte welches haben. Und zack, landet es im Schränkchen oder im Kühlschrank. Und da sitze ich auf dem Küchenboden, ein Glas Wein in der Hand. Why not, denke ich mir. Die Sonne scheint rein und ich bin so voll Sandkist. Wenigstens küsst mit dir, denke ich. Aber ja, Single sein ist ja absolut im Trend, sicher seit dem neuen Song von Miley, I Can Buy Myself Blümli. Für alle die, die ihn nicht kennen oder ihn nicht verstanden haben, bei den 100 Mal, die er am Tag im Radio läuft, ich übersetze schnell. Ich kaufe selber Blumen, schreibe meinen Namen in Sand, O-E mit Hüpfli und T, führe Selbstgespräch für Stunden, weil ich weiss, dass du das nicht kannst. Ich gehe allein, ich gehe tanzen, habe meine eigene Hand. Liebe mich so, wie es nicht mehr anders kann. Wow. Die Frau bekommt Geld für eine Idee, die ich schon sehr lange hatte. Und die Frau verdient daran, dass wir Singles sind und wahrscheinlich auch bleiben, weil es jetzt so trendy ist. Sehr schlau, die Frau, ein Lied über die Stärke zu schreiben, gut zu sich selber zu schauen und dass man niemand in seinem Leben braucht und alles alleine kann. Aber die Frau hat wahrscheinlich noch nie müssen ein Armbändchen selber zutun. Und da sitze ich auf dem Küchenboden, ein Glas Wein in der Hand und ich frage mich Fragen, die ich mir nur auf einem Küchenboden frage. Stimmen meine Termine von nächster Woche mit den Haarwäschtagen überein? Und wieso zur fucking Hell hate Royals keinen Nachnamen? Sie heißt einfach so Elisabeth II. Und was machen sie beim Ausfüllen von einem Online-Formular, wenn Nachnamen ein Pflichtfeld ist? Ich meine, darum hat wahrscheinlich der Harry und Meghan ihren Nachnamen angenommen. Dann kann er jetzt einfach einen durchshoppen bei Zalando. Und wieso zur Hölle konnten die auch Freundebücher ausfüllen? Ich meine, so Vorname Harry, Nachname habe ich nicht. Schwierig. Es geht weiter mit meinen Fragen. Sagen Veganerinnen oh Jesus? Oder sagen sie eher Jesus Kartoffel? Wenn sie ein Date haben, ist es dann auch ein Meeting?
Es ist wirklich sehr anstrengend, die Frage. Und eine habe ich gestellt, ich darf nie mehr in einem italienischen Restaurant essen, und nicht in dem heissen Cannelloni. Cannelloni, weil kein Zimt drauf ist, wegen Cannelloni. Ja. Gut. Mein Kopf dreht weiter und ich lege mich auf den Boden, habe die Füße am Kochschränkchen auf. Was mit dem Weinglas passiert, habe ich mir nicht überlegt. Und ich frage mich, was ist eigentlich der fucking Sinn von diesem Loch im Bagel? Ich meine nur, dass man an die türkisch gestrichene Wand hängen kann, aus wahnsinnig Ästhetik aussieht, ist mir ein bisschen Begründung zu wenig, für dass man das Geilste aus dem Brot rausschneidet. Gut, ich lese zwar immer bei den Büchern die letzte Seite zuerst, bevor ich sie kaufe, darum darf ich eigentlich nichts sagen. Und da sitze ich auf dem Küchenboden, ein Glas Wein in der Hand, und ich wünsche mir weniger Entropie, mehr Empathie. Weniger diese Nachricht wurde gelöscht und mehr lass uns einen Kaffee trinken gehen. Weniger prokrastinieren und mehr agieren. Weniger jammern und mehr Gonfiglas-Momente sammeln. Weniger trinken und mehr mit Stil abstürzen, wie beim Bouldern oder so. Und holy Jesus Kartoffeln, sollte der scheiß Huren-Küchenboden wirklich mal wieder staubsaugen. Merci.